Das Chemnitzer Schauspielhaus hält in der Adventszeit viele schöne Momente für Kinder bereit, so auch im Figurentheater. Klaus Frenzel war viele Jahre lang Puppenspieler im TJG, Theater Junge Generation in Dresden, ist aber auch bekannt als Schauspieler in Film und Fernsehen und als Synchronsprecher des MDR. Nun hat er für das Chemnitzer Figurentheater ein eigenes Stück, nämlich Findelkind, inszeniert. Eine leise erzählte, zutiefst berührende Geschichte über Freundschaft und Lebensglück. Du brauchst mich gar nicht zu fragen. Michael Schmidt spielt in dem Solostück Findelkind die Rolle eines älteren Mannes. Hallo? Hallo. Die Leute sagen zu mir Herr Storm, aber ihr könnt ruhig Allgott Storm zu mir sagen. Ja, Allgott Storm. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Ja. Gut, dann kann ich euch was von mir erzählen. Allgott Storm lebt auf der Straße, sein Hab und Gut immer an seiner Seite. Durch Zufall findet er eine Puppe im Mülleimer, die nicht nur ungewöhnlich aussieht, sondern auch noch sprechen kann. Das ist eine alte Puppe. Ja, na, ich möchte mal wissen, wie die hier in den Papierkorb gekommen ist. Die haben mir die Sachen ausgezogen und dann haben die mich einfach hier hingeschmissen. Vom Schicksal vereint teilen die beiden Essen und Trinken sowie den Schlafplatz, die Basis für eine innige Freundschaft. Allgott bringt dem Kleinen das Laufen bei und gibt ihm auch seinen ersten Namen. Ich nenne dich einfach Karl. Karl? Nicht Karl? Ja, dann nenne ich dich einfach Knut. Knut? Auch nicht gut. Dann nenne ich dich einfach beides zusammen. Karl Knut. Doch als sich der Besitzer der Puppe meldet, droht die neue Freundschaft zu zerbrechen. Die rührende Geschichte von den Problemen und Sehnsüchten der Alten und Jungen, Großen und Kleinen, ist für Kinder von 4 bis 10 Jahren geeignet. Findelkind von Klaus Frenzel berührt ab sofort im Figurentheater des Chemnitzer Schauspielhauses die Herzen der Zuschauer. Ach, Karl Knut, das siehst du kannst es, es funktioniert. Ja. Bereits im April 2012 feierte Die schweigsame Frau im Chemnitzer Opernhaus Premiere. Die komische Oper von Richard Strauss in einer Inszenierung von Gerd Heinz und unter musikalischer Leitung von Frank Bermann begeisterte Publikum und Presse auch überregional gleichermaßen. Die erste Aufführungsserie damals war ein großer Erfolg. Deshalb steht Die schweigsame Frau ab 13. Dezember erneut auf dem Spielplan. Eines seiner späten Werke sollte, so der Wunsch des Komponisten Richard Strauss, ein geistvolles Intrigenstück sein. Die komische Oper basiert auf einem Libretto des jüdischen Schriftstellers Stefan Zweig. Diese wurde bereits kurz nach der erfolgreichen Uraufführung von den Nationalsozialisten im Jahre 1935 verboten. Wir haben ein für Strauss ganz, ganz untypisches Werk hier vorliegen. Das ist, wir kennen ihn, seine erste Oper war Salome, die war sowas von revolutionär wie gar nichts, was bis dahin geschrieben wurde. Und die schweigsame Frau steht relativ weit am Ende seines Opernschaffens und stellt in ganz vieler Hinsicht etwas sehr Besonderes dar. Einmal ist es dieses wunderbare Libretto von Stefan Zweig, was Strauss geliebt hat und geschätzt hat wie kaum ein anderes zuvor. Er hat gesagt, als er das gelesen hatte, das ist das beste Libretto seit Figaros Hochzeit von Mozart. Er hat das auch entsprechend mit viel Liebe umgesetzt und er hat für sich ganz untypisch überhaupt nicht so auf die Kraft gesetzt, auf den Klang, auf die Klangwucht, sondern hat ein ganz feines, eine ganz zarte Musik geschrieben, eine unheimlich spritzige Theatermusik und das macht das Stück so anders als die anderen Opern. Noch bis heute gehört Die schweigsame Frau zu den selten gespielten Werken. Die quirlige Geschichte dreht sich um Sir Morosus, Admiral im Ruhestand, der an außergewöhnlicher Geräuschempfindlichkeit leidet. Ihm wird eine passende, schweigsame Frau empfohlen. Sie ist jung, hübsch und schweigsam, zumindest bis zur Eheschließung. Ob der arme Sir jemals seine geliebte Ruhe wiederfinden wird? Für seine schweigsame Frau verzichtet Regisseur Gerd Heinz dabei auf ein beliebtes Stilmittel, die Verlagerung der Handlung in die heutige Zeit.
Diese ganze Geschichte würde heute nicht mehr funktionieren. Mit den Moralvorstellungen heute ist es nicht kompatibel. Und wenn man es dann irgendwie gewaltsam in eine andere Zeit biegt, dann geht so viel verloren, das wäre traurig. Und ich denke, gleichzeitig ist es so, man guckt nochmal so ein bisschen liebevoll zurück in eine Zeit, wo alles anders war. Und man stellt dann aber die Parallelen zu heute fest. Und das ist das Tolle in dieser Inszenierung auch. Man versteht den Witz in der alten Zeit, aber man überträgt vieles eben nach heute. 2012 entstand unter Bermanns Leitung im Opernhaus Chemnitz eine einzigartige Aufnahme der im späten 18. Jahrhundert angesiedelten Charakterkomödie. Die Resonanz auf die CD war einfach ganz herausragend toll. Wir haben wirklich super Kritiken gekriegt und es wird von vielen jetzt diese CD als eine Referenzaufnahme eingeschätzt und da sind wir immer stolz. Wenn wir sowas in Chemnitz schaffen, sind wir sehr stolz. Mit der schweigsamen Frau gelingt es den Theatern Chemnitz eindrucksvoll, der Vorlage Zweigs gerecht zu werden und so den Chemnitzer Spielplan erneut mit einer Rarität zu bereichern. Die CD-Box mit der Chemnitzer Produktion von Die schweigsame Frau gibt es an allen Vorverkaufsstellen der Theater Chemnitz und auch in allen Opernaufführungen. Mein persönlicher Geschenke-Weihnachtstipp für Sie. Und weitere Tipps für Live-Theater-Erlebnisse haben wir jetzt für Sie zusammengestellt. Erleben Sie das beliebte Märchen Dornröschen als Traumtanz in der Oper Chemnitz. Das Ballett von Peter Tschaikowski in der Fassung des neuen Chefchoreografen Rainer Feistel begeistert Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Le Grand Macabre ist eine absurd respektlose Persiflage auf das jüngste Gericht. Im Dezember und Januar sind die letzten Gelegenheiten, diese selten gespielte Oper von George Ligeti im Opernhaus Chemnitz zu erleben. Weihnachtszeit ist Spendenzeit. Passend dazu feiert Ingrid Lausens bissige Satire über die Wohltätigkeitsgesellschaft Premiere. Benefiz, jeder rettet einen Afrikaner, wird auf der neuen Bühne im Foyer des Chemnitzer Schauspielhauses aufgeführt. Das Kammerspiel 6 Tanzstunden in 6 Wochen ist eine bitterkomische Geschichte, schnell und leichtfüßig erzählt. Lilly, die pensionierte konservative Lehrerin und Witwe, liefert sich mit ihrem schwulen, temperamentvollen Tanzlehrer einen scharfzüngigen Schlagabtausch im Chemnitzer Schauspielhaus. Lat mi in Ruh, ich will in my True. Die Weihnachtsgans Auguste ist wieder da und sorgt nunmehr in der 13. Adventszeit seit ihrer Premiere im Figurentheater für Aufregung. Das Handpuppenspiel nach Friedrich Wolf ist für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren geeignet. Zu den aktuellen Premieren, den liebgewonnenen Wiederaufnahmen und den Begleitveranstaltungen begrüßen die Theater Chemnitz ganz herzlich. Und in diesem Sinne gibt es jetzt noch einen Tipp von mir für alle Musical-Fans und einen Ausblick in das Jahr 2014. Denn mit Funny Girl kommt im Jahr 2014 im Frühjahr eine Musical-Produktion nach Chemnitz, die bereits in Nürnberg und Dortmund das Publikum zu regelrechten Begeisterungsstürmen hingerissen hat. Vorfreude? Schönste Freude. Die Theater Chemnitz wünschen Ihnen besinnliche, fröhliche Weihnachten und ein unterhaltsames Jahr 2014. Ich freue mich, Sie wiederzusehen, dann mit einer neuen Ausgabe der Szene. Bis dahin, tschüss. Szene, das Theatermagazin. Der aktuelle Blick hinter die Kulissen der Theater Chemnitz.